Als erstes schaltet ihr euren Zip-Jenny an. Für eine Time- bzw. Hyperlapse wählt ihr nun den Modi Timelapse. Verbindet nun den Zip und eure Kamera mit Hilfe des mitgelieferten Kabels. Wählt nun den Reiter Cablecam. Hier wählt ihr nun die Dauer der Aufnahme, den Aufnahmeintervall sowie die Bewegung. Hier gilt +++ gleich Slide nach rechts und −- nach links. Jetzt müsst ihr nur noch das Programm starten und es kann losgehen. Welche Einstellung ich bei dieser Aufnahme verwendet habe, zeige ich euch jetzt. Als erstes bauen wir jetzt unsere Stative auf. Als nächstes setzen wir das Untergestell auf. Und befestigen die Seile an den Enden des Sliders. Hierauf können wir nun den Zip setzen, der automatisch einrastet. Als nächstes schauen wir unseren Grubenkopf drauf. Dann setzen wir die Kamera drauf und verbinden den Zip mit der Kamera. Jetzt finden wir die besten Einstellungen. Als nächstes wählen wir den Timelapse-Modi und gehen auf Cable Cam. Und von den Einstellungen geht das so, wir nehmen jetzt 10 Minuten auf insgesamt und der bewegt sich 62 cm nach rechts und macht alle 1,5 Sekunden ein Foto. Dann drücken wir hier auf Start und die Kamera nimmt jetzt auf.